Der Newcomer-Preis für Laura Meschede und zunächst erstmal aus der Jury Sonja Simomikisch, Chefredakteurin des WDR. Kennen Sie, liebes Publikum, den Unterschied zwischen Roma und Sinti? 93% der Deutschen kennen ihn nicht, verbinden aber mit den Worten Kriminalität, Betteln, Nomadentum. Vorurteile, Wissenslücken, Ignoranz, Diskriminierung, wir sind mittenmang in einem uralten Thema. Was gibt es da überhaupt noch zu sagen? Sehr viel. Neues, Berührendes. In Europa, Sie haben es gerade gesehen, leben Schätzungen zufolge zwischen 8 und 12 Millionen Roma. Gäbe es einen Staat, hätte er mehr Einwohner als Österreich. Das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die freie Journalistin Laura Meschede besuchte Roma in Mazedonien am Rande von Skopje im sehr lebendigen, sehr unübersichtlichen, sehr fremden Stadtteil Suto Orisari. Hier ist Europas größtes Roma-Viertel. Gerne wird diese riesige Minderheit, man mag es gar nicht aussprechen, vergessen, verdrängt, vernachlässigt, nicht jedoch von dieser jungen Reporterin. Sie lebt mit den Menschen da, 3 Monate lang hört sie ihnen zu und lässt sich nicht von Klischees oder Vorurteilen ablenken. Die Autorin ist ungefähr gleich alt wie ihre Hauptprotagonistin Adnodetta. Beide sind in Deutschland geboren, Lichtjahre trennen sie. Wir gehen mit beiden in dieser fremden Welt spazieren, hängen mit ungewöhnlichen Typen ab, verstehen ihre Träume. Vom Lottogewinn, damit das niedergebrannte Haus wieder auferstehen kann. Von der Reise nach Paris, vorerst behilft man sich mit einem Selfie vor der Fototapete. Alle warten auf eine winzige Chance, es besser zu haben. Auf einen Job, auf ein Wunder. Eines Tages, aber so sagt es Laura Meschede, die Zeit steht still, einfach still in Suto Orisari. Die Webreportage ist sehr dicht und ich erinnerte mich an diese wunderbare Zeit, die Kindertage des Netzes, wenn man herumsurfte, so hieß das damals. Ja? Und von Klick zu Klick öffnete sich eine neue Welt, eine Überraschung. So einnehmend arbeitet auch Laura Meschede. Multiperspektivisch vorwärts mit Fotos, mit Clips, mit einer sehr schönen Schreibe übrigens, Stadtplan, nützliche Grafiken mit vielen Hintergrundinformationen. Aber vor allem ist da Empathie ohne Kitsch. Diese Arbeit zeigt, wie gut es wird, wenn Menschenrechtsthemen neu erzählt werden. Laura Meschede versteht sich stilsicher aufs Digitale erzählen und erklären und rückt eine so oft diskriminierte Bevölkerungsgruppe mitten in unsere Aufmerksamkeit. Modern und ernsthaft und ohne Schwere. Gratuliere. Der Newcomer-Preis für Laura Meschede. Bitte kommen Sie hoch. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal Laura Meschede. Vielen Dank. Ich glaube, es ist an, oder? Müsste an sein, ja. Ja. Im Fragebogen, den die Preisträger immer ausfüllen, da haben sie geschrieben, dass sie keine andere Geschichte so viel Herzblut gekostet hat wie diese. Sie haben ein ganzes Jahr lang recherchiert, sie haben 3 Monate vor Ort in Mazedonien auch gelebt, in diesem großen Roma-Viertel. Was stand am Beginn dieser Geschichte? Was hat Sie zu dem Thema Roma gebracht? Also ganz am Anfang der Geschichte stand eigentlich die ganz blöde Frage,
Was ist der Unterschied zwischen Sinti und Roma? Mir ist aufgefallen, ich weiß das überhaupt nicht und mir ist dann aufgefallen, ich weiß eigentlich auch sonst überhaupt nichts, außer dass die Roma diskriminiert werden und dass viele Asyl in Deutschland suchen. Warum, was die Kultur ist, was die Religion ist, was da eigentlich dahinter steht, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung und das ist mir aufgefallen und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Die Berishas, die Familie, die Sie porträtieren, die kommt eben sehr stark in dieser Reportage vor, auch die gleichaltrige Tochter, zu der Sie Kontakt hatten. Wie kam der Kontakt zustande? Haben Sie die da vor Ort kennengelernt? Die habe ich vor Ort kennengelernt. Mhm. Also es war so, dass es gibt eine Möglichkeit, mehr oder weniger, das ist ein Projekt, dass man Familien in Chuteurisari auch kennenlernen kann und eine Zeit lang irgendwie einen Tag eigentlich mit denen verbringen kann, um auch dieses Viertel mal aus der Sicht der Leute, die dort leben, zu sehen. So kam ich ganz ursprünglich mit denen in Kontakt. Ganz am Anfang ist mir das auch noch sehr schwer gefallen, da Kontakt zu Leuten zu finden. Das hatte sich später auch gegeben. Aber es war dann vor allem so, dass ich dann noch ein paar Tage dort verbracht habe und immer wieder eben auf diese Familie getroffen bin und mich entschieden habe, über die spezifisch zu schreiben und eben auch über die Tochter. Sie beschreiben das Leben dort in Chuteurisari, in diesem größten Roma-Viertel Europas, sehr anrührend als ein Leben eigentlich in der permanenten Warteschleife. Sanja Mikic hat es auch erwähnt. Warten auf Arbeit, warten auf eine Aufenthaltserlaubnis, warten im Grunde auf ein Wunder. Warum glauben Sie, wie kam das, warum hat man diese eigentlich ja riesige Minderheit von 10 Millionen Menschen schlicht vergessen? Naja, also da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe und der wichtigste Grund ist, dass die Roma eben tatsächlich keine Lobby haben. Also man kann es unter anderem zum Beispiel daran sehen, dass jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es für Israelis sehr einfach nach Deutschland einzuwandern. Es liegt daran, dass Deutschland sagt, naja, wir haben eine Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg, weil die Juden ja auch so lange verfolgt worden sind. Deswegen ist es jetzt sehr einfach geworden, für Israelis nach Deutschland einzureisen. Für Roma gilt es nicht, im Gegenteil. Wir richten jetzt wieder Auffanglager für Leute aus Mazedonien, aus dem Kosovo, und es sind de facto Roma, von denen wir da sprechen, richten wir ein, um die möglichst schnell wieder zurück in ihre Heimat schicken zu können. Woran liegt es? Sie haben keinen Staat. Sie haben niemanden, der sich dafür einsetzen könnte. Und auch wenn die Roma auch verfolgt worden sind, auch vergast worden sind, im Zweiten Weltkrieg, interessiert sich heute dafür niemand mehr. Mhm. Und man schiebt sie einfach weiter ab. Sie erwähnen natürlich auch die vielen Klischees, die über die Roma kursieren. Nach Ihrer langen Recherche, wer sind die Roma für Sie? Was für Menschen sind Sie begegnet? Das ist genau der Grund, weshalb die Recherche so lange gedauert hat. Die Roma gibt es eigentlich nicht. Also im Laufe meiner Recherche hatte ich jeden Monat, den ich länger da reingesteckt habe, hatte ich das Gefühl, ich weiß eigentlich weniger über die Roma. Und das liegt daran, dass der Begriff die Roma nicht wirklich ein Kollektiv umfasst. Also gemein ist diesen Menschen, wenn überhaupt etwas, dass sie eben vor sehr, sehr vielen Jahrhunderten aus Indien gekommen sind. Ansonsten haben sie überhaupt nichts mehr gemein. Es sprechen nicht alle Roma Romanes, also die Sprache der Roma. Sie leben in unterschiedlichen Ländern, sie haben eine unterschiedliche Kultur. Das Einzige, was die Roma eint, ist der Blick der anderen. Und selbst der trifft nicht alle. Das ist ein ganz schönes Zitat von Mappes Niedig, den ich sehr schätze, der dazu auch ein Buch geschrieben hat. Die Roma werden nur von außen als ein Kollektiv wahrgenommen. Es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die gar keine Roma sein wollen und dennoch als solche gesehen werden, für die dann eigene Namen wieder erfunden werden. Die Roma gibt es so nicht. Sie haben ja immer noch Kontakt zur Familie Berisha, die inzwischen wieder im Kosovo lebt. Wie ergeht es Ihnen heute? Ja, nicht so gut. Also die sind abgeschoben worden tatsächlich nach 16 Jahren, die sie in Mazedonien gelebt haben, zurück in den Kosovo. Und im Kosovo ist die Situation noch mal ein bisschen schlimmer als in Mazedonien, wenn man das so sagen kann. Auch in Chuteurisari ist die Situation nicht gut. Im Kosovo ist es schlimmer. Und dementsprechend, sie wohnen dort noch zusammen. Es hat aktuell Aton, also der Bruder von Antonetta, hat einen Job, der Rest der Familie nicht. Ja, ich würde sagen, die Situation ist so mittelmäßig. Mhm. Sie haben uns gesagt, dass Sie Ihr Preisgeld gerne der Familie zur Verfügung stellen wollen. Ich glaube, es gibt auch ein sehr krankes Kind im Moment in der Familie. Genau, ja. Also das möchte ich deswegen gleich dazu sagen. Ich bin da nicht so wahnsinnig stolz drauf, weil auch gerade in Chuteurisari es tendenziell eher ein Problem ist, dass die Europäische Union und viele Institutionen versuchen, mit Spenden der Problematik der Situation beizukommen. In dem Fall habe ich mich aber entschieden, das Preisgeld zu spenden, eben gerade weil der kleine Sohn der Familie, Said, sehr krank ist. Der hat einen Tumor. Das ist für die Familie nicht so richtig möglich, die Behandlungskosten zu übernehmen.
Und in dem Fall, als dann, ich hatte auch versucht, Spenden zu sammeln im Zuge dieser Geschichte. Und das hat so mittelmäßig geklappt. Und als dann dieser Preis unverhofft um die Ecke kam, dachte ich, ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dass die auch diese Behandlungskosten eben noch finanzieren können. Ja, die Otto Brenner Stiftung hat das sehr beeindruckt und Joop Le Grand, der Geschäftsführer, möchte auch noch mal kurz was sagen. Ja, in der Tat, ich war sehr beeindruckt, als ich die Kollegin informieren durfte, dass sie den Preis kriegt, den Newcomer Preis. Sie hat mir das dann auch erzählt, was sie euch, Ihnen heute Abend hier vorgetragen hat. Und dann haben wir überlegt, ich habe das dann berichtet im Team und dann haben wir gesagt, wenn eine Junge, das war sicherlich ihr erster Preis, spendet, die 2000 Euro verzichtet, um der Familie zu helfen, dem kranken Kind zu helfen, möglicherweise eine Operation in Deutschland, haben wir spontan entschieden, dass wir als Stiftung auch 2000 Euro dazugeben. Und wenn die kleine OBS 2000 Euro geben kann, dachte ich mir, kann die große IG Metall sich dann auch beteiligen. Da vorne sitzt der Jürgen Kerner, Verwalter über 500 Millionen Einnahmen im Jahr. Der hat eben spontan entschieden, er gibt auch noch 2000 dazu. Also, alles Gute. 6000 Euro. Ja, vielen Dank, Laura Meschede. Das war nicht abgesprochen, wie man vielleicht in meinem Gesichtsausdruck sieht. Ja, vielen Dank an alle Beteiligten und ich glaube, da machen Sie eine Familie sehr glücklich. Vielen Dank. Danke. Geht das alles?